Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf. Ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst. Sie haben größere Zähne und dickere Haut. Manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihr Maul. Aber ich hab jeden Test bis hier geschafft. Wegen ein paar Karnivoren mach ich sicher nicht schlapp. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Video. Sorry für die späte Uhrzeit, aber ungefähr vor, ich glaube, 2-3 Minuten hat Wildcard den Ablaufplan von Lost Island released. Mal was ganz Neues. Wir haben die Gigabyte-Anzahl, wir haben die Uhrzeit, wir haben eigentlich alles Wichtige, die ihr zum Start wissen müsst, besonders Serverbetreiber, Leute. Wenn ihr auf einem Server spielt, der auf dem PC zum Beispiel spielt, ganz, ganz wichtig, schickt dieses Video bitte an euren Serverbetreiber, weil es gibt ein paar Fakten, die solltet ihr beachten, aber genauso auch für die PC-Spieler sehr, sehr wichtig, weil ein paar Sachen muss man beachten, nämlich mit der Mod-Karte, aber dazu kommen wir gleich. Aber auch die Konsolenspieler, wie gesagt, Leute, eure Gigabyte-Anzahl wird euch auf jeden Fall ein bisschen schocken und wir würden sagen, wir switchen mal auf die Seite. So, hier haben wir Details zum Launch von Lost Island, Leute. Der Start von Lost Island steht vor der Tür. Wir haben einen Reiseführer zusammengestellt, der ihnen hilft, sie auf ihrer Safari vorzubereiten. So, PC startet um 11 Uhr PST, Leute. Jetzt werden wir mal ganz kurz gucken. Wir machen jetzt mal hier Live-Recherche, ja. 11 Uhr PST, ja. Das ist 20 Uhr am Montag. Das heißt im Prinzip umgerechnet, wir müssen jetzt natürlich vom Morgen ausgehen, also am 14., ja. Das heißt also am 20., um 20 Uhr am Dienstag, ja. Ganz wichtig, weil wir haben jetzt ja gerade Montag. So, für die Konsolenspieler aber ist 1 Uhr PM PST, ja. Das gucken wir uns mal hier nochmal an. So, das ist 22 Uhr. Das heißt im Prinzip 2 Stunden später als für die Konsolenspieler, für den PC-Spieler. Also PC-Spieler 20 Uhr am Dienstag, also morgen am 14. und Konsolenspieler 2 Stunden später. So, bei den Stadia, aufgrund der Größe Lost Island Patches sind einige Backup-End-Bugs auf Stadia in Zusammenhang mit Patch-Größenbeschränkungen wird das Lost Island morgen nicht in den Winterwonderland enthalten sein. Wir arbeiten mit Stadia zusammen, um das Problem zu lösen. Also Stadia bekommt es ein bisschen später. Geschätzte Patchgrößen, Leute. PC 30 GB, Xbox 50 GB und PS auch 50 GB. Schon ein bisschen krass, aber na gut. Jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ich vorhin gesagt habe, Leute, für die PC-Spieler ganz, ganz wichtig. Für alle, die über Steam spielen, bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Lost Island Mod aus dem Steam Workshop deinstallieren, bevor Sie Lost Island herunterladen, wenn Sie ihn bereits installiert haben. Ganz, ganz wichtig, weil das ist nicht die gleiche Variante. Die Mod-Variante Lost Island könnt ihr löschen. Die wird eh nicht weitergemacht. Es kommt nur die offizielle Variante mit den richtigen Inhalten raus. Die Mod-Variante bleibt da, wo sie jetzt ist. Also deinstalliert sie einfach. Für Server-Hoster, Karten namens Lost Island, bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Server löschen, die zuvor die Lost Island-Karte gehostet haben, die Sie, da sie erhebliche Änderungen erfahren hat, die Welt, was sich auf sich auswirkt mit, oh Gott, Übersetzung, Geschlecht, aber wie soll ich meine Leute, also auf die Hostbetreiber und die Serverbetreiber, löscht die Server morgen Abend, nimmt sie offline, weil sonst gibt es da ein bisschen Komplikationen mit, ja, zweimal Lost Island. Und das Winter Wonderland, Sie können das Ereignis manuell mit den Server-Arc-Parameter aktivieren, das kennt man ja wie immer. Auf den normalen Netzwerken, Leute, starten die das Winter-Event einfach ganz normal mit dem Release. Es ist halt inbegriffen, ja, wir bekommen halt Winter-Event und Lost Island, wie gesagt, ja, zur gleichen Uhrzeit. Also kann ich nebenbei ankündigen, Leute, wir werden morgen auf YouTube, hier auf dem Kanal, streamen, kurz vor Lost Island rauskommt, und dann natürlich, wenn Lost Island losgeht, werden wir mal gucken, wie lange uns die Karte zusammen angucken. Wir werden ja ein bisschen erkunden, die neuen Dinos testen, so ein kleiner, ich sag mal, Einführungsstream. Und dann kommen auf jeden Fall ab morgen, Leute, also im Prinzip ab Mittwoch so gesehen, dann jeden Tag mehrere Videos. Ich versuche wirklich so 2 am Tag hinzubekommen, bis wir halt eins abgedeckt haben. Ja, es kommen die Guides zu den neuen Dinos, es kommen die Ressourcen-Guides, es kommen Farmsport, diesmal sogar auch PvP-Videos. Also wir haben auch mittlerweile durch den Lurchi jemanden mit dabei, der auch dann Beispiel Red Holes, die neuen Dinos im PvP, also wir werden das komplette Lost Island-Paket hier auf dem Kanal an Guides packen. Also Leute, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Wir sehen uns, bis denne. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Arc oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.